Du hast Freude am Schrauben und möchtest den Service deines E-Bikes selbst in die Hand nehmen? Dann zeige ich dir in diesem Video, mit welcher Basisausstattung Werkzeug du optimal bedient bist. Und damit ein herzliches Servus, liebe Rebikerinnen und Rebiker, zu diesem kurzen Tech-Tutorial-Video, in dem wir uns einmal mit dem Thema Werkzeug beschäftigen. Keine Sorge, es geht hier nicht darum, eine voll ausgestattete Werkstatt bei euch zu Hause einzurichten. Nein, wir wollen uns wirklich auf die Basics beschränken, also auf die absolute Basisausrüstung, die man eben einfach zu Hause haben sollte, wenn man am E-Bike selber Hand anlegen möchte. Und wir starten gleich mit dem wichtigsten Werkzeug, nämlich dem Inbusschlüsselsatz, also dem Werkzeug für alle Innensechskantschrauben. Und davon gibt es an E-Bikes jede Menge. Also mit so einem Inbusschlüsselsatz, da seid ihr wirklich bestens bedient. Ob es der 8er Inbus ist, mit dem sich die Pedale in die Kurbeln einschrauben lassen, oder klar der Klassiker, der 5er und der 4er Inbus, denn auch davon findet man an E-Bikes zahlreiche Schrauben. Vorbauschrauben, Lenkerschrauben oder eben auch die Hinterbauschrauben, also die Schrauben, die die verschiedenen Lagerpunkte bei beispielsweise einem vollgefederten E-Bike an Ort und Stelle halten. Ich habe ja schon gesagt, Vorbauschrauben, Lenkerschrauben. Und in diesem Zuge kommt natürlich gleich das nächste wichtige Werkzeug, nämlich der Drehmomentschlüssel. Ich kann euch nur allerwärmstens empfehlen, euch so einen Drehmomentschlüssel zuzulegen, denn mit einem Drehmomentschlüssel, da stellt ihr das entsprechende Drehmoment, mit dem ihr die jeweilige Schraube festziehen möchtet, vorab ein. Und beim Erreichen des entsprechenden Anzugsmoments löst der Drehmomentschlüssel aus, rutscht durch, sodass ihr sicher seid, die Schraube nicht zu fest anzuziehen. Und das ist zum einen wichtig, um die vielen Aluminiumgewinde, die man so an einem E-Bike hat, zu schonen. Denn klar, Aluminium ist nicht der allerhärteste Werkstoff im Vergleich zu Stahl beispielsweise, wohingegen die Schrauben wiederum oft aus Stahl sind. Also wir haben oft Aluminium-Inserts, in die Stahlschrauben eingeschraubt werden. Und jetzt könnt ihr euch das schon denken, das eine ist hart, das andere ist weich. Und wenn ihr hier jetzt die Schraube zu fest zieht, dann reißt quasi die harte Stahlschraube das weiche Aluminiumgewinde heraus. Das passiert natürlich nur, wenn man wirklich mit viel zu viel Kraft anzieht, aber das kann im Eifer des Gefechts eben auch schon mal passieren. Nicht mit einem Drehmomentschlüssel, denn wie gesagt, ihr stellt hier die Anzugskraft vorher am Drehmomentschlüssel ein und wenn ihr die Kraft erreicht, löst der Schlüssel aus. Und dementsprechend ist absolut sichergestellt, dass ihr die Schraube nicht zu fest anzieht. Abgesehen vom Schutz der Gewinde selber schützt ihr aber auch die Bauteile, denn gerade sicherheitsrelevante Bauteile wie der Lenker, der ja im Vorbau geklemmt wird, der sollte auch nicht mit zu viel Kraft geklemmt werden, denn das kann im schlimmsten Fall zu Materialquetschungen führen. Und das ist natürlich im Hinblick auf die Sicherheit, also die Langzeithaltbarkeit so eines Lenkers, nicht optimal. Um also sicherzustellen, dass der Lenker nicht zu stark geklemmt wird, auch hier wieder der Drehmomentschlüssel. Also ihr seht schon, so ein Drehmomentschlüssel, der ist wirklich Gold wert und der leistet euch wirklich beste Dienste an allerlei Schrauben, die man so am E-Bike findet. Zum Drehmomentschlüssel gehört natürlich auch der Bitsatz, also die verschiedenen Einsätze für beispielsweise eben dann wieder den Innensechskant, also Inbus, aber natürlich auch der klassische Torx-Einsatz. Die meisten Schrauben, die ihr mit Torx am E-Bike findet, sind T25 Torx, also T steht für Torx, Torx 25. Das bezieht sich auf die Größe des Torx. Und wenn ihr so einen T25 Bit habt oder einen T25 Torx Schlüssel, dann seid ihr in Kombination mit einem Inbusschlüsselsatz und Drehmomentschlüssel sehr, sehr gut ausgestattet. Ja, neben dem Inbusschlüsselsatz gibt es natürlich auch noch solche Inbus-Sterne. In diesem Fall ist es sogar ein Stern, der einen T25 Torx hat, einen T4 und Entschuldigung, einen Inbus 5 und einen Inbus 6. Und mit so einem Stern,
Ja, da habt ihr dann auch schon wieder viele Möglichkeiten. Ich mag die Sterne persönlich super gerne. Die liegen gut in der Hand. Die haben auch keinen zu langen Hebel, weil das ist auch so ein Thema, beispielsweise hier bei den T-Schlüsseln, mit denen man zwar auch angenehm arbeiten kann, aber wenn man so einen T-Inbusschlüssel ansetzt und hier über den gesamten Hebel dann die Schraube festzieht, ja, da ist man blitzschnell über den eigentlichen Anzugsmomenten drüber und überstrapaziert die Schrauben dann doch deutlich über. Das Risiko ist eben mit so einem Stern deutlich geringer, denn wie gesagt, hier fallen die Hebel deutlich kleiner aus und entsprechend geringer das Risiko, die Schraube zu überdrehen. Ja, was sollte man sonst noch so haben? Klar, wenn man ein Rad mit Federgabel oder gar ein vollgefedertes Rad hat, dann auf jeden Fall die Dämpferpumpe. Denn gerade wenn ihr das Rad neu bekommt, solltet ihr unbedingt prüfen, ob das Fahrwerk auf euer individuelles Fahrgewicht richtig abgestimmt ist. Gerade bei vollgefederten Rädern ist das besonders wichtig, denn die Abstimmung des Fahrwerks ist essentiell für die Fahrperformance, die Fahrleistung, aber auch für die Ergonomie. Und deswegen immer überprüfen, ob die Federelemente auf euch richtig eingestellt sind. Und das geht eben mit so einer Dämpferpumpe. Die setzt man vorne an der Federgabel an oder eben hinten am Dämpfer und kann dann seine Federelemente entsprechend aufpumpen oder auch Luft ablassen und hier vorne auf der Skala ablesen, wie viel Luftdruck man in seinen Federelementen hat. Ich habe schon gesagt, der 8er Imbus, ganz nützlich, um beispielsweise Pedale einzuschrauben. Viele Pedale haben auf der innenliegenden Seite, auf der Achse nämlich, einen Innensechskant in der Größe 8. Es gibt aber natürlich auch noch ganz klassisch die Pedale, die mit einem 15er Gabelschlüssel festgezogen werden. Also auch das, so ein 15er Gabelschlüssel, eigentlich so ein Must-Have in jeder Werkstatt. Klar, wenn ihr da mal den Reifen wechseln wollt oder einen Platten habt und den Schlauch wechseln müsst, dann natürlich klassisch die Reifenheber, eine riesengroße Hilfe, um den Reifen von der Felge zu bekommen. Und um dann den Reifen wieder aufzupumpen, klar, eine Standpumpe. Immer sehr zu empfehlen, denn mit der Standpumpe habt ihr einfach viel Hub und könnt dann mit wenigen Hüben schnell den Reifen wieder aufpumpen. Ansonsten kann ich euch auf jeden Fall auch ein Messmittel empfehlen. Ich habe jetzt in dem Fall hier ein Maßband. Klar, ein Meterstab tut es natürlich auch. Der ist wiederum hilfreich, wenn man eben die Federelemente einstellen möchte. Denn klar, um die Federelemente einzustellen, muss ich ja auch erstmal messen, wie viel Hub die Federelemente haben, um dann prozentual zu berechnen, wie weit die Federelemente eintauchen sollen, wenn ich mich dann aufs Rad setze. Und das geht eben zum Beispiel hier mit einem Maßband eben wirklich gut. Ja, mehr braucht es eigentlich nicht, um so die Basics am E-Bike selbst machen zu können. Ein Imbusschlüsselsatz, unbedingt ein Drehmomentschlüssel, die Dämpferpumpe und je nachdem, ob ihr was erweitern wollt mit T-Schlüsseln oder wie schon gesagt, so einem Stern. Dann natürlich der Bitsatz ergänzend zum Drehmomentschlüssel, ein 15er Gabelschlüssel, die Reifenheber und zum Beispiel ein Maßband zum Messen. Und damit seid ihr auch schon bestens ausgerüstet und könnt die meisten Arbeiten an eurem E-Bike selber erledigen. Wenn ihr die Sachen schon zu Hause habt, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Selberschrauben. Wenn ihr sie euch noch anschaffen müsst, dann viel Spaß bei der Shoppingtour und beim Stöbern. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Euer Maxi von Rebike. Wenn E-Bike, dann Rebike.